immer wenig von den guten Eigenschaften ihrer Väter und Vorväter hatten. Die alte Generation der Magnaten hatte erfolgreich regiert, weil sie politischen Scharfsinn besaß. Die Söhne waren kurzsichtig und chauvinistisch. Die Alten waren durch Generationen hindurch kulturell interessiert und sehr vital gewesen. Sie hatten weltoffen gewirkt und viele waren Mäzene der schönen Künste gewesen. Den Söhnen gingen solche Eigenschaften vielfach ab. Was bei den Alten noch höchst raffinierter Prunk gewesen war, missriet den Jungen zur Prunksucht, Spielleidenschaft, Korruption, Schulden, Zügellosigkeit und Dummheit. Die Kleinstädte begannen sich zu entwickeln. Vorerst noch als agrarische Zentren, doch bald auch als Heimstätten für Handel und Gewerbe. Die großen Güter, schlecht oder gar nicht vom Adel verwaltet, werden nach und nach aufgeteilt, verkauft. Gar nicht so selten sind es die früheren Verwalter, die ihre Schärflein ins Trockene gebracht haben und nun zu Gutsbesitzern werden. Daneben aber steigt eine neue Klasse von Kleinadeligen empor, die bisher auf ihren kleinen Gütern gewirtschaftet hatten, sich selbst um Landwirtschaft und die Landarbeiter gekümmert und dazu gesehen haben, dass die Bauern auch ihren Teil bekommen und nicht ausgebeutet werden. Sie sind es, die allmählich Macht und Reichtum in den Provinzstädten anhäufen. Sie bauen sich dort auch schon große Häuser, wenn auch nicht so prunkvoll wie die Palais des Hochadels. Die Aristokraten leben in Budapest oder gar im Ausland. Manche noch auf ihren Schlössern. Aber sie haben meist keine Beziehung mehr zur Erde, zu ihrem Grund und Boden. Dagegen bleiben die neuen Besitzer, die zum neuen Landadel werden, auf ihren Gütern. Sie wollen ihren Besitz erweitern, wollen Gewinne erzielen. Sie reisen nicht durch Europa wie der Hochadel. Diese neue Schicht wird auch vom Wiener Hof nicht angezogen. Im Gegenteil, sie verachtet ihn. Aber sie bringt dafür die Landwirtschaft in die Höhe. Der Kleinadel ist ungebildet, stolz und abweisend. Vorbei sind die Zeiten, in denen man einen Mozart oder Haydn als Ehrengast in sein Haus lud. Weder für romantische Ausgelassenheit noch für hohe moralische Werte hat man viel übrig. Dafür sind diese Neureichen Anhänger eines fanatischen Nationalismus. Sie erhalten die madjarische Sprache am Leben, indem sie sie allen anderen Volksgruppen aufzwingen. Sie sind von der Überlegenheit der Madjaren gegenüber allen anderen Völkern überzeugt. Ihre Lebenshaltung wird von der patriarchalischen Ordnung bestimmt, die die Grundlage ihres Bauerntums ist. Das Familienoberhaupt ist auch Herr des Besitzes und entscheidet auch für alle anderen Familienmitglieder. Die Frauen haben den ihnen bestimmten Platz in der sozialen Rangordnung einzunehmen. Sie heiraten, entsprechen den Erfordernissen des Vaters, die stets besitzorientiert sind. In der ungarischen Gesellschaft wird dem Alter ein ganz ungewöhnlich hoher Rang eingeräumt. Es wird verehrt und hoch geachtet. Adel und Großbürgertum bemühen sich in Ungarn, Westeuropa nachzueifern. Vielleicht aus einer gewissen Opposition gegen Wien. Vielleicht auch, weil sich der ungarische Adel der englischen Gentry ähnlich fühlt. Rund um oft noch sehr mittelalterliche Schlösser entstehen nun Parkanlagen, die man entweder nach französischem Geschmack linear anlegt, oder aber man zaubert nach dem englischen Muster möglichst naturbelassene Parklandschaften in die Pusta. Die Historiker sind sich uneinig, was eigentlich in jener Zeit fehlgelaufen ist und damit zum Untergang der Monarchie im 20. Jahrhundert beigetragen hat. Es kommt auf die politische Basis an, von der man ausgeht, ob man eher im Nationalitätenstreit oder in der sozialen Ordnung die Ursache des Übels sieht.
Die Faktoren, die die Nationalitätenfrage am negativsten beeinflussten, entsprangen meiner Meinung nach nicht den bisher erwähnten Umständen. Ihre Quelle war vielmehr, dass Ungarn in der Zeit der Duna-Monarchie die alte feudalistisch-adelige Verfassung und Gesellschaftsordnung besonders auf dem Lande beibehalten hat. Diese Ordnung hatte einen volksfeindlichen und bauernfeindlichen Charakter. Sie richtete sich ebenso drastisch gegen die Bauern der ungarischen Tiefebene wie gegen die Bedürfnisse der rumänischen oder slowakischen Bauern. Natürlich hat diese ungarisch geprägte herrschaftliche Ordnung, wenn sie in einem slowakischen oder rumänischen Dorf so drastisch praktiziert wurde, nicht nur Klassengegensätze, sondern auch nationale Gegensätze hervorgerufen. Die progressive Schicht in Ungarn kritisierte derartige Maßnahmen der Regierung sehr scharf. So haben die Sozialdemokraten, die man mit den österreichischen Sozialdemokraten vergleichen kann, sehr ernsthafte Kritik geübt. Aber auch bürgerlich progressiv Eingestellte, besonders Osaka Jassy, haben die Regierung wegen ihrer Politik in der Volks- und Schulverwaltung sehr scharf kritisiert. Der österreichische Hochadel ging ähnlichen Vergnügen nach wie der ungarische. Jagdritte, Schnitzeljagden hoch zu Ross, das alles gehörte auch hier zum aristokratischen Habitus. Aber anders als der ungarische Adel zieht sich der österreichische Hochadel mehr und mehr aus dem politischen Leben zurück. Sei es, dass er mit dem herrschenden Liberalismus nichts zu tun haben will, sei es, dass ihn der Nationalitätenstreit stört. Wir werden sehen, dass zwar immer noch die Namen großer Geschlechter als Regierungschefs, Außenminister, Botschafter und Hoffunktionäre aufscheinen, dass aber die Politik dem Bürgertum überlassen wird und vor allem die höchsten Positionen im Staatsdienst und in der Armee einen neu entstandenen Mittelstand, der meist vom Kaiser geadelt, oft aus ganz kleinen Anfängern herkommt. Der Sohn wird Sektionschef des Ministeriums, in dem der Vater noch Türsteher war. Der Feldmarschall hat einen bosnischen Straßenräuber zum Großvater, den man in die Grenzertruppe gezwungen hatte. So kommt es, dass sich die österreichische Aristokratie mehr noch als andere abkapselt, auf ihren Gütern lebt und allmählich zur exklusivsten und am wenigsten beweglichen Aristokratie Europas wird. Bald werden Aristokratie und Reich gleichbedeutend mit Unbeweglichkeit und Überalterung. Die Zeiten des Dichters Franz Grillparzer, des ernsten Bürgers und getreuen Beamten seiner Majestät, der noch Gedichte auf Feldmarschall Radetzky schrieb und an die Überwindung der Nationalitätenkonflikte aus dem Schoß der gemeinsamen Armee heraus glaubte, die gehen zu Ende. Österreich verändert sich. Und die Grundzüge des Wandels werden mehr und mehr vom Bürgertum und Liberalismus bestimmt. Die industrielle Expansion und der wirtschaftliche Aufschwung tun das ihre dazu. Das goldene Zeitalter bürgerlicher Geborgenheit scheint angebrochen. Sein Heiligtum wird die Wohnung, das Bürgerhaus, der Hausherr übrigens zum Prototyp des Klassenfeindes der Arbeiterschaft. Das Haus und seine Einrichtung sind nun Spiegelbild des Erfolges eines Menschen in der Welt. Dorthin entflieht man in seine eigenen Mauern, um der äußeren Welt zu entgehen. Sogar Puppenwohnungen im Spielzeugmuseum von Salzburg zeigen in liebevoller Exaktheit die kleine Welt der Familie. Die Räume, in denen neben den Gegenständen des täglichen Lebens auch Bilder der Angehörigen der kaiserlichen Familie Platz fanden. Ob nun in einer Wohnung oder in einer Schulklasse, überall begegnet man dem Bildnis des alten Herrn, des Kaiser Franz Josef, der so viele Generationen überdauerte und der gar nicht mehr wegzudenken war.
Stefan Zweig schreibt über jene Zeit: Jeder wusste, wie viel er besaß und wie viel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. Man beschied sich damit, dass Heim und Familie von einer Atmosphäre beherrscht wurden, in der das magische Wort Fortschritt den Ton angab. Für Österreich hatte eine gute Zeit begonnen. Die neue Gesellschaft, die Bürger. Sie waren die Schöpfer und die Herren der Industrie, des Handels und der Technik. Es gab freilich große Familien, die immer noch an den Geschicken des Landes Anteil nahmen. Die Schlarenberg, Auersberg, Fürstenberg, Schönburg, Kinsky, Liechtenstein, um nur einige zu nennen. In ihren Stadtpalästen wurde manches aus einer großen kulturell bedeutsameren Welt in das Heute hinübergerettet. Dazu gehörte etwa die Bildersammlung der Harrachs. Manche Familien, wie die Schwarzenbergs, halten diese Tradition noch länger aufrecht. Literatur und Politik finden in solchen Häusern Gastfreundschaft. Der Übergang zwischen der immer national bestimmten Bourgeoisie, denn die bürgerliche Klasse, deren wesentliches Instrument ja aus der Sprache hervorgegangen ist, war immer viel nationaler als der Adel. Zum übernationalen Adel war viel schwieriger. Das heißt, wenn wir hier vor uns ein Buch von Gustav Freytag haben, die Welt von Soll und Haben, die Welt des italienischen Cuore, war letztlich den alten Familien etwas unendlich Fremdes in dieser nationalen Sentimentalität. Das erklärt auch den Grund, warum einerseits im Laufe des 19. Jahrhunderts gerade in der Monarchie eine viel schwächere Beteiligung der aristokratischen Familien an die Industrialisierung war. Es gab sie durchaus. Ich habe einen Großonkel gehabt, der war Gründer der, was weiß ich, der Kreditanstalt und der Nordbahn und ähnliche, also Institutionen. Und es gab andere Familien, die dasselbe taten. Dennoch muss man feststellen, dass gegen Ende in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein gewisses Zurückziehen aus dieser Betätigung ist. Ich glaube, das war wesentlich ein nicht im engeren Sinne Sprachmangel, aber es fehlte bereits langsam eine gemeinsame Sprache zwischen dieser alten übernationalen Welt und der neuen Bourgeoisie. Das war die eine Sache. Vielleicht spielte auch eine große Rolle das verschiedene Schulsystem. Und zwar durch diese Konzentrierung aufs Land und durch die große Konzentration auf die Familie, die aus dem Katholizismus kam, wurden die Kinder nur sehr ungern außer Haus gegeben. Sie wurden infolgedessen am Land von Hauslehrern, von Kaplänen etc. erzogen. Und es gab nicht wie in England das System der öffentlichen Internate oder privaten Internate, die sehr frühzeitig die Jugendlichen aus den verschiedenen Schichten zusammengebracht haben und ihnen dadurch eine modernere Erziehung ermöglicht haben. Die Bildung hat es durchaus gegeben, sie war vielleicht nur eine andere als in anderen Ländern. Dies war eines der Elemente, vielleicht auch, dass man nicht vergessen darf, die verschiedene Erziehung. Letztlich erfolgte aber da noch etwas. Durch das Entstehen des Nationalismus, und unsere Generation kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, was der Chauvinismus des 19. Jahrhunderts und auch noch der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts war.
wo, wenn ein Schulwechsel von einer Sprache in die andere war, von einer deutschsprachigen Mittelschule in eine anderssprachige Universität bereits als nationaler Verrat betrachtet wurde. Dies alles hat den Übergang in diese neue Zeit für diese alte Schicht sehr viel schwieriger gemacht. Und die Differenz zu der neuen Klasse, die sehr wesentlich durch diesen Nationalismus bestimmt war, unmöglich gemacht. Und dadurch erklärt sich auch der recht rapid fortschreitende Rückgang am politischen Einfluss und Macht. Auf den kleinen zugefrorenen Gewässern im Prater Eis zu laufen, war vor 100 Jahren ein besonderes Vergnügen. Eislaufen war eine der ersten Sportarten, die beide Geschlechter ungeniert zusammen ausüben durften. Hier lernte man sich kennen, knüpfte Beziehungen an. Die 70er Jahre waren eine Zeit des rapiden Aufschwungs. Überall entstanden neue Industrien, die Banken florierten. Zwischen 1867 und 1873 entstanden jährlich rund 700 neue Aktiengesellschaften. Die Neureichen finanzierten den Bau der Ringstraße. Der Donauhafen Wiens wurde ein wichtiges Wirtschaftszentrum. Bankiers und Industrielle wetteiferten um die Schaffung von Verkehrsverbindungen. Das Eisenbahnnetz wuchs, um den Warenaustausch, die Ein- und Ausfuhr von Rohstoffen zu erleichtern. In dieser Zeit strömen zahllose Arbeitssuchende aus allen Kronländern der Monarchie nach Wien. Die Stadt wird in dieser Zeit zu einem Tummelplatz von Tschechen, Slowaken, Ungarn, Kroaten und Juden. Das Wiener Telefonbuch zeugt heute noch von dieser Masseneinwanderung. Der Staat partizipiert an diesem Wohlstand. Er nahm Steuern ein und förderte die Unternehmer. Aber hinter den prachtvollen Fassaden der Ringstraße verbargen sich Scharen von Spekulanten und Geschäftemachern. Am Freitag, dem 9. Mai 1873, kam es zu einem schwindelnden Absturz der Börsenkurse. Es war der erste schwarze Freitag, der seither dem Börsenkrach in aller Welt seinen Namen gab. Banken, Versicherungen, Industrieunternehmungen gingen in der Folge in Konkurs. Kleinkonkurse gab es mehr als 100 in einer Woche. Spekulanten wurde über Nacht arm. Die Katastrophe traf auch den Mittelstand, der seine Ersparnisse investiert hatte. Ungezählt war die Zahl der Selbstmorde. Eine eigene Krachpolka. Vor allem aber sprang Johann Strauss als Tröster ein. Die neue Operette Die Fledermaus wurde ein triumphaler Erfolg und ein Symbol des unpolitischen, genussfreudigen Phäakentums der Wiener. In einem Essay Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur schreibt der Triestiner Historiker Claudio Magris über Die Fledermaus. Eine ehrliche, quälende Melancholie belebt innerhalb der banalen, klischeehaften Handlung diese Sehnsucht nach Freude. Im Grunde genommen starb in den Walzern ja ein Teil des alten Europa. Die Illusion von der Achtbarkeit und der Harmonie des 19. Jahrhunderts. Das unabwendbare Vergessen,
Das ist die Devise, unter der die Donaumonarchie ihrem Ende zustrebt. Man singt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Wenn auch manche Illusionen dahinschwinden, an denen man sich erfreut hatte, so bietet sich dem Wiener, dem Österreicher, stets der Wein als Mittel, um zu vergessen und Trost zu finden. Die Prunkkarossen der Habsburger stehen heute noch zur Besichtigung in der Wagenburg in Schönbrunn. Die hölzernen Rösser und Lakaien strömen eine gewisse Trauer aus, wie vieles, das von Vergangenem zeugt. Licht und Schatten liegen über dem Ende der 70er Jahre. 1878 haben die Russen einen glanzvollen Sieg über die Türken errungen. Keine der anderen Mächte wünscht aber den Zaren in Konstantinopel zu sehen. So kommt es zum Berliner Kongress, der die europäische Türkei bestehen lässt. Österreich-Ungarn erhält das Recht, Bosnien, die Herzegowina und den Sandschak Novi Pazar zu besetzen. Das scheint ein Triumph für Kaiser Franz Josef, aber es weckt neue Nationalitätenkonflikte. Vor allem aber stört es die Russen bei ihren Balkanplänen. Die Rechnung wird 1914 präsentiert werden. Da man sich in Budapest und Wien nicht einigen kann, welcher Reichshälfte die neuen Provinzen zufallen sollen, so werden sie als gemeinsame Länder vom Finanzminister verwaltet. Rüstet sich zum Fest der silbernen Hochzeit des Kaiserpaares. Seit 25 Jahren waren Franz Josef und Elisabeth nun schon verheiratet. Von der Karlskirche aus formierte sich der Festzug. Die Gardekavallerie in prachtvollen Uniformen eskortierte den Wagen des Kaiserpaares. Elisabeth war gerade aus Irland nach Wien zurückgekehrt. Freilich, die Ehe mit Franz Josef war zur Konvention geworden. Nichts schien Elisabeth noch an Wien, an den Hof, an den Gatten zu binden. Doch Franz Josef genießt dieses Fest als einen Beweis der Liebe seiner Völker. Er schreibt: Während meiner mehr als 30-jährigen Regierungszeit habe ich nebst manchen trüben Stunden auch viel Freude mit meinen Völkern geteilt. Aber eine reinere, innigere konnte mir wohl kaum geschaffen werden als in den vergangenen Tagen. Der geschickte Arrangeur des Festzuges, der dann über die Ringstraße an dem Kaiserpaar vorbeizog, war der berühmte Maler Hans Makart. Dieser Maler gab in der Ringstraßenzeit den Ton der Mode an. Seine Bilder, üppig und sinnlich, zeigen von der Gesinnung der Zeit. Zeichnungen zu dem triumphalen und fantastischen Huldigungszug gehören heute zu den Schätzen der Albertina.
Das von Makart entworfene lebende Bild zog am 28. April 1879 am kaiserlichen Paar vorbei. Die Festwagen erinnerten noch einmal an die große Vergangenheit, an das Reich Karl des V., in dem wahrhaft die Sonne nicht untergegangen war.